Ich habe mir vor einiger Zeit die Sika-Creme von Balea gekauft und war echt happy, dass es endlich mal in der Richtung auch was in der Reihe gibt, dass die Reihe sich sozusagen auch updatet. Und wie ich die Creme finde, erzähle ich dir nach dem Intro. Hallo, ich bin Coco vom Kanal Die Kleine Coco und zum Anfang kurz. Du befindest dich in der Review-Woche. Falls du zeitgleich schaust, sind bereits schon 2 Videos rausgekommen. Jeweils immer um 20 Uhr bis Sonntag kommt ein neues Video. Schaust du nicht zeitgleich, guck dir einfach mal den Ordner oben unter dem i an. Da findest du alle Videos, die in der Woche stattgefunden haben. Vielleicht ist da ja auch was dabei. Und jetzt sprechen wir über die Sika-Creme, die relativ neu ins Sortiment von der Balea-Med-Reihe gekommen ist. Das ist keine zusätzliche Creme, sondern da ging eine raus. Bin ich mir aber nicht hundertprozentig sicher, welche das war. Falls du das weißt, kannst du das gerne mal unten in die Kommentare schreiben. Sika ist ja zuerst so in der koreanischen Skincare bekannt gewesen. Die haben zuerst mit Sika oder die Vorteile von Sika in ihrer Kosmetik verarbeitet. Da waren wir noch nicht so, da war das für uns noch nicht so interessant. Ich weiß, so die ersten Sachen, die ich mir angeguckt habe, es waren halt durchweg koreanische Sachen. Und an mir scheiterte es halt meistens immer in koreanischer Kosmetik oder Skincare ist oftmals eben Flüssigplastik oder Mikroplastik drin. Und das fand ich immer scheiße, weil ich wollte es halt wirklich probieren. Und jetzt gibt es halt eben eine Creme von Balea, wo das mit drin ist, die eben auf unreine bis zu Akne neigende Haut abgestimmt ist. Sika ist ein wunderbarer Inhaltsstoff, wenn du zu Pickeln und Akne neigst, aber versteh mich da nicht falsch. Wenn du Akne hast, musst du zum Hautarzt gehen. Das habe ich früher auch gemacht, habe mich vom Hautarzt behandeln lassen, weil manchmal geht es halt einfach nicht anders, ne? Und das muss wirklich behandelt sein. Da tut es oftmals nicht nur eine Creme, sondern die Absprache halt eben mit dem Hautarzt. Und wenn du die richtige Pflege verwendest und die richtigen Actives verwendest, wird der nicht Nein sagen. Und Sika ist halt wirklich ein guter Inhaltsstoff. Und hier haben wir wieder, das ist die Balea Med Ultrasensitive Reihe, keine Duftstoffe, nichts, was irgendwie für die Haut irritierend sein könnte. Es gibt einen wesentlichen Unterschied zu meiner Lieblings-Urea-Creme, die ein bisschen fester ist. Die ist das Gegenteil. Die ist sehr wässrig, sie ist sehr, sehr feuchtigkeitshaltig, so empfinde ich das, und nicht ganz so gut für meinen Hauttyp. Und das ist wirklich immer wichtig, gerade bei Cremes, ich erlebe das bei mir auf dem Discord oder eben auch unter meinen Videos, dass schon einzelne Hautnuancen, die so ein bisschen anders sind bei dir, das dazu führen kann, dass die Creme entweder besser oder schlechter funktioniert. Also da wirklich so ein bisschen darauf eingehen, und wenn du halt wirklich Interesse hast an einer speziellen Creme und jemand anders, den du schon guckst, sagt, ah, die ist nicht so gut, probier sie trotzdem aus, ne? Also es reichen schon so kleine Hautnuancen, damit du besser mit der Creme zurechtkommst. Ich komme mit der zurecht, aber sie ist nicht hundertprozentig gut für meine Haut. Ich habe eine Mischhaut, ich bin 43, ich habe so eine typische T-Zone, und in der T-Zone ist es meistens schon relativ fettig. Und tatsächlich habe ich hier auch Hautpartien, die auch trocken sein können, ne? Und da reicht die mir nicht wirklich aus. Also ich war super interessiert und super gespannt, wie die so wirken kann. Für mich speziell ist es nichts, weil ich jetzt keine Haut habe, die zu Pickeln neigt. Ich habe eine unreine Haut, ich habe große Poren, ja, aber Pickel und Mitesser schon, aber Pickel so habe ich ganz selten. Und hier haben wir eben halt Zink drin, Allantoin drin, wir haben Sika drin. Die Inhaltsstoffe wirken halt alle zur Hautberuhigung, gerade wenn man eben, ich kenne das von früher, früher hatte ich auch Pickel, gerade wenn man so Pickelmale hat oder so, wirkt das halt der Heilung entgegen vor allem, und gerade Sika unterbindet auch so ein bisschen die Neubildung. Das ist halt wirklich eine richtig tolle Sache.
Wir haben hier wirklich Top-Inhaltsstoffe für kleines Geld. Das ist das, was ich immer sage. Deine Skincare muss nicht teuer sein. Die muss nicht teuer sein. Es gibt Top-Cremes, gerade in der Balea Med Ultra-Sensitiv-Reihe, die richtig toll sind. Und wenn die eine vielleicht für dich nichts ist, probier die andere aus. Also da gibt es inzwischen schon etliche. Das ist jetzt die zweite, die ich aus der Reihe verwende. Aber nichts geht halt über meine Urea. Und wenn die Urea jetzt noch irgendwas mit Ceramide drin hätte, dann wäre es für meine Haut perfekt. Dann wäre es perfekt. Die hier, wie schon erwähnt, die ist eher so ein bisschen gelig, wässrig. Gerade für Menschen, die eben eher zu Pickeln neigen, da ist es oftmals auch nicht so gut, wenn man sich dann auch noch eine ölige Masse aufs Gesicht schmiert. Zumal das auch ungünstig irgendwie ist. Und ich habe zwar fettige Haut, ja, und fettige Haut mag das auch, diese Feuchtigkeit, aber ich habe halt einfach das Gefühl, wenn ich so meine Skincare leere und dann tut mir ja am Ende die Creme drauf, dass das irgendwie bei mir nicht so richtig diesen Versiegelungseffekt hat. Aber das ist halt eben auch so eine Gefühlssache, muss man an der Stelle sagen. Ich habe ja schon mal erzählt, dass bestimmte Inhaltsstoffe, gerade in Cremes bei meiner Haut halt eben so sind, dass die Creme da nicht richtig reingeht. Also da muss ich unwahrscheinlich lange rumcremen, bis die Haut dann wirklich die Creme aufgesaugt hat. Das ist manchmal ein bisschen lästig. Das hat die nicht, weil die halt eben nur diesen Feuchtigkeitsaspekt hat. Und deswegen ist die jetzt nicht ganz ungünstig für meine Haut, aber mir bringt sie halt nicht so viel. Und oftmals ist halt eben Creme auch so eine spezielle Gefühlssache auch, ne? Also wie fühlst du dich mit der Skincare? Erfüllt sie das, was du willst? Und das tut sie bei mir leider nicht. Ich würde sie von dem her nicht nachkaufen, aber ich würde gerne auch mal so die anderen Cremes, die es da gibt, so ein bisschen ausprobieren, weil die halt immer so einen leicht anderen Aspekt haben. Und dieser Zink-Sika-Aspekt, der ist halt echt eine tolle Sache, besonders für Leute, die eben Pickel und unreine Haut haben. Ich weiß noch, zu meiner Zeit, als man sich was gegen Pickel gekauft hat, hat man halt zu Clearasil und Co. gegriffen und hat seine Haut abartig ausgetrocknet. Heute weiß man da halt einfach mehr und das könnte deine Tagescreme werden. Und da halt wirklich immer auf die Bedürfnisse deiner Haut achten. Funktioniert das für dich? Reagiert deine Haut? Aber in der Regel reagiert die Haut auf so ja, auf so unparfümierte Dinge, die halt eben gut formuliert sind, da reagiert die Haut nicht. Meistens ist es der Alkohol, meistens sind es die Duftstoffe, vielleicht noch die Farbstoffe, wenn die Produkte irgendwie so ein bisschen fancy aussehen und so. Und davon steht halt eben die Drogerie immer noch voll, muss man wirklich zugeben. Wie kommst du mit der Creme zurecht? Schreib mir das unten in die Kommentare. Wie ist dein Hauttyp? Wie wendest du sie an? Layers du, schreib mir das am besten unten mal in die Kommentare, wie du mit der Creme zurecht kommst oder was du dir irgendwie noch wünschen würdest, irgendwie in der Creme oder eine andere, eine neue Sorte. Wie würde deine neue Sorte aussehen bei Balea Med Ultrasensitiv? Schreib mir das gerne mal unten in die Kommentare, da wäre ich echt gespannt. Nochmal den Hinweis, du befindest dich in der Review-Woche, es gibt noch mehr Videos. Du guckst einfach mal unter dem i, da findest du den Ordner. Bist du zeitgleich am Start, dann gibt es jeden Tag um 20 Uhr eine neue Review. Bist du ein bisschen später dran. Dem Ordner unter dem i findest du alles. Ich melde mich an der Stelle wieder ab, bedanke mich bei dir fürs Einschalten. Gib mir gerne einen Daumen nach oben und hinterlass einen Kommentar. Ich sage danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.